Coupé im Mittelpunkt des Interesses, denn ein so elegantes und robustes Fahrzeug haben Sie noch nicht gesehen. Für rund 3 Mark fährt man 100 Kilometer weit. Nur 11 Mark 10 pro Monat betragen die Kosten für Steuer und Versicherung. An technischer Vollkommenheit steht das Coupé den besten Wagen in nichts nach. Wie wär's mit einer Probefahrt? Mit dem Gogomobil Coupé können Sie alles machen. Der Wagen nimmt Ihnen nichts übel. Gute Steigfähigkeit, Dauergeschwindigkeit und starke Beschleunigung garantiert der Zweitakt-Twinglas-Motor. Großdimensionierte Bremsen sorgen für Ihre absolute Sicherheit. Sie sind gut aufgehoben in diesem reizenden Fahrzeug. Mit einem Wort. Ideal als Zweitwagen. Ideal für jeden, der ein gutes und elegantes Fahrzeug bei niedrigen Haltungskosten braucht. Gogomobil. Der Kleinwagen, den auch Sie sich leisten können. Besichtigen Sie es bei... An die jeder Mann sich leisten kann. Der Preis ist klein, der Vorteil groß. Ein Gogo ist so anspruchslos. Die hunderttausendfach bewährte Limousine, das sportlich elegante Coupé, der schnelle, wendige Kleintransporter und das neue große Gogomobil. Sein erstaunliches Temperament, sein 40-Liter-Tank im Heck, seine Bergfreudigkeit, seine Straßenlage. Und nicht zuletzt die Panoramascheibe machen ihn zu einem vollwertigen Auto bei geringem Benzinverbrauch und niedrigen Haltungskosten. Der von außen bequem zugängliche, diebessicher abschließbare Kofferraum besitzt Ausmaße der großen Wagenklasse. Selbst für reichlich Gepäck von 4 Personen ist genügend Platz. Diese bildschöne Limousine mit anatomisch gestalteten Sitzen bietet auch bei längsten Reisen 4 Erwachsenen bequemen Platz. Der starke Viertaktmotor, eine Eigenkonstruktion der Gogomobilwerke. Gogomobilfahren heißt Geld sparen. Gogomobil. Die Parklücke zu eng. Da bekommt ein schneller Zwerg, der es wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Der Kleinwagen mit dem großen Inhalt entsteht in einem Dingolfinger Werk, das wir besuchen. Und natürlich bringt die Konstruktion des Kleinen große technische Probleme mit sich. Nun, da sie gelöst sind, geht die neue Serie auf Band. Ein kleiner Wagen, dem ein gutes Stück der Zukunft gehören wird. Ministerpräsident Alfons Goppe besuchte heute die Glasautowerke in Dingolfing. Am Werktor wurde er vom ehemaligen Juniorchef Andreas Glas und Chefkonstrukteur Karl Dompert begrüßt. Anlass zu diesem Besuch war die am Dienstag vom Freistaat übernommene Bürgschaft für 15 Millionen Mark, mit denen die bayerischen Motorenwerke das in Schwierigkeiten geratene Dingolfinger Unternehmen kaufen konnten. Mit BMW-Generaldirektor Gerhard Wilke sprachen wir in München über die Zukunft der Glaswerke. Herr Wilke, werden die Glaswerke als selbstständiges Unternehmen weiter bestehen bleiben oder werden sie in absehbarer Zeit eine reine BMW-Filiale werden? Sie werden keine Filiale von uns werden, sie werden eine Tochtergesellschaft von uns sein. Sehen Sie, bei solchen Zusammenschlüssen ist es so, dass nicht immer der große Fisch den kleinen Fisch verschlingt. Denken Sie zum Beispiel an unseren sehr, sehr viel größeren Bruder, die General Motors. In USA, auch dort gibt es ja die verschiedenen Fabriken, die sich damals zusammengeschlossen haben, mit ihren Modellen heute noch. Die Cadillacs, die Pontiacs, die Oldsmobile, die Buick und die Chevrolets. BMW befindet sich zurzeit in einer starken Expansion. Welche Zweige ihrer Produktion werden Sie nach Dingolfing verlegen? Wir haben das noch nicht durchgeplant. Wir werden wahrscheinlich überlegen, in späterer Zeit, ob wir einzelne Aggregatgruppen in Dingolfing für beide machen, einzelne Aggregatgruppen in Milbertshofen für beide. Aber mit dieser Planung können wir erst seit gestern anfangen. Was geschieht nun mit der Belegschaft in Dingolfing? Werden Sie Entlassungen vornehmen müssen oder werden Sie den Stamm der Glaswerke von München aus auffrischen? Ich bin sicher, dass wir keine Entlassungen vornehmen müssen. Unsere Planung sieht im Gegenteil vor, dass die Belegschaft im Laufe der Jahre größer werden wird,
als sie heute ist. Vor 7 Jahren, 1959, befand sich BMW in den gleichen Schwierigkeiten wie heute Glas. Durch eine Börsenanleihe von 15 Millionen Mark wurde das Werk saniert. Heute verlassen täglich 350 Wagen die Fließbänder. Der Umsatz stieg seit der Krise von 170 auf 600 Millionen Mark. 150 Millionen beträgt der Jahresumsatz der Glaswerke. Wie das Kogo soll auch das gesamte Glasprogramm der mittleren und gehobenen Klasse vorläufig noch weitergebaut werden. Auch die Ersatzteillieferung ist gesichert. Wie es aber genau in Dingolfing weitergehen soll, weiß noch niemand. Auch nicht Junior Andreas Glas. Herr Glas, sind Sie von der BMW Betriebsleitung genau über Ihre zukünftigen Aufgaben informiert worden? An und für sich über das Grobe sind wir informiert worden, aber die genauen Ausführungsbestimmungen, wie das Ganze abläuft, das muss sich ergeben. Da gibt es keinen Generalplan, denn der wird jeden Tag umgeschmissen werden. Sie sind also vorläufig Geschäftsführer der Glas GmbH und Ihr Chefkonstrukteur bleibt auch hier. Karl Domper, mein Freund, der bleibt Geschäftsführer und ich auch jawohl. Glauben Sie, dass Sie in Zukunft auch noch maßgeblich an der Entwicklung und Neukonstruktion von neuen BMW-Glastypen beteiligt sein werden? Das auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall mitsprechen. Und, aber wie gesagt, wie nun die Zusammenarbeit im engsten Sinne auszuwerten ist, darüber ist noch nicht, ich will nicht sagen Einigkeit, sondern darüber wurde noch gar nicht gesprochen. Das muss ich ergeben. I wonder if you could help me. I've got a problem with my go-go mobile. Go-go mobile? Yeah, I've got a problem with my go-go mobile, and I was wondering if... G-O-G-G-O. I've got a problem with my go-go mobile. Yeah? 1954? Yeah? No, not the Dart. Not the Dart. So they always think it's the Dart. It's a weird rapper. I tell you. You hide it, running light, can't get it started. It's Kopp's Auto Electrical to the rescue. They're fast and professional, and only a phone call away. There's no job too big or too small. The Kopp's Auto Electrical's friendly staff. Kopp's Auto Electrical. Give them a call and they'll have you on the road in no time. Here's a question for all you motoring trivia buffs out there. Up until Ford started manufacturing the Capri in Australia, what was the top-selling locally assembled sports car? No idea? Well, it was this, a Gogomobile Dart convertible. Oh, it's not a Gogomobile, is it? That's a wee ripper. With no particular place. This logo with the get up and go has belonged to Noosa Heads residents Lawrence Jevons for about 6 years. He first began his love affair with the Dart more than 30 years ago when he bought one at the tender age of 19. Well, I lived on the Gold Coast and it was just great. I had every afternoon off almost, and I would just go scuba diving or surfing, and it was just a fun car. As you can see, Lawrence is still having fun. This is actually that first convertible he bought for the princely sum of £648, considerably cheaper than any other sports model on the market at the time. Did you buy your Gogomobile to impress the girls? Anybody that knows me knows that I'm a pretty shy fellow, and it certainly wasn't to impress the girls, although I didn't mind if they looked at me. Unfortunately, this is what became of his beloved machine. When he was smitten enough with a girl to let her take the wheel, she hit a bridge. You weren't ready to kill her? No, not quite, but the relationship didn't last. Gogomobiles originated in West Germany in the early 1950s. More than 100,000 sedans, coupes, pickups and vans were sold throughout Europe, but the Dart convertible was an Australian invention. Sydney car
dealer Bill Buckle developed the fiberglass body and assembled them at a factory in Sydney using chassis and engine components imported from Germany. He produced about 700. And they sold well? Yes, there was a waiting list when I bought mine. With an air-cooled two-stroke motor, they were good on fuel economy, although top speed wouldn't earn you a speeding ticket. The lack of doors means graceful exits are tricky, but its lines are certainly stylish. Sports cars in the 50s used to be a bit more chunky, a bit more squarey. This has still got good lines today. Lawrence has another Gogomobile, a sedan, although it's not in as good a nick as his convertible. Well, it does go, and it is registered. It really needs tidying up and making it look something of its former glory. While it's a bit plain, this is the model that's actually sparked renewed interest in Gogomobiles, thanks to its appearance in this award-winning television commercial. Gogomobile. Gogomobile. Problem with my Gogomobile, and I was wondering if... G-O-G-G-O. There is a little boo-boo here, though. As any Gogomobile follower knows, oil couldn't possibly be leaking out of the front because the engine's in the back. Well, it's a good ad. It's made Gogomobiles well-known throughout Australia to a new generation. If there are just a couple of slight mistakes, we'll overlook those. Lawrence believes there's no more than about 80 sedans and convertibles left in Australia in reasonable condition, and he hopes to add to his collection. As an investment, do they rank up there with other classic cars or not? No, I don't think so. I think their appeal is limited to people who like the small European cars of the day. Now, I know a woman did something terrible to your first car, but do you think I could have a drive? I might have to think about that. Fortunately for Lawrence, he was off the hook. You can't adjust the seat forward, and my feet wouldn't reach the pedals. Oh well, being a passenger is just as much fun. Up with that familiar fellow on the phone. G-O-G-G-O. Not the dark. No, no matter what Peter Werrett says, not the dark. Sydney cider Russell Hooks collects what most people would refer to as junk. But to him, it's very special junk. Russell's passion is for the tiny German niche cars of the 60s. Cars like this Messerschmitt, and this one, even though there's not much of it to like, and also like this one. Now, Peter, this is my BMW iZeta, little front door car. Yeah, the fact that you just said BMW is funny. Imagine BMW building this. I mean, it's quaint, isn't it? There's no question about it. Yeah. One of their success stories, actually. Yeah, it was, too, absolutely. At the time, with roof rack. With roof rack, and why do you think that this roof rack has this detachable section to it? Ah, hang on. Front end crash. Yeah. Can't get out. That's right. Rag top roof. Exactly. But Russell's favourite is the Gogomobile, which many people would never have heard of if it wasn't for this television commercial. Problem with my Gogomobile. Gogomobile. Problem with my Gogomobile, and I was wondering if... G-O-G-G-O. Problem with my Gogomobile, and I... Yeah? No, not the dart. Not the dart. The actors in this commercial are Tommy Dysart and Joan Brockenshire, and I just thought maybe they'd never seen a dart. This is the dart. I know that, Peter. I know you're probably expecting I'm not saying something original. No, we have never seen a yellow one. What influence has been the Gogomobile man done to you? It's made quite a difference to my life. Apart from meeting you today, you know, that has made quite a difference to my life. Because people are always sort of walking up to you in the street and saying, G-O-G. Hang on, I've got to go and get my hernia belt. I don't like doing that outside. But it was a hugely successful ad, though, wasn't it? It was, yes. I mean, it was just amazing what sort of reaction you had. Yeah, how many years, as a matter of interest, do you think that ad's been going, Peter? I'd say seven. Oh, am I allowed to talk now? Am I allowed to talk? I told him that. I told him before we came up. I love that. I love that. You mean I'm right? You're right. Yeah, for once you're right. For once you're right, yeah. 7 years.
Enough of that craziness, except to say that the ad has raised the awareness and the value of cars like this one, and had its influences on people like Russell Hooks. It's almost ruined Gogo's for me because I'm not the only idiot with them. Of course it's selfish, but you're entitled to be selfish. Mm. And you're right, as long as you had one and nobody else did, had one, why not? Looking around Russell's backyard could give the impression he might also be a bit mad. But take my word for it, this is crazy like a fox. Now, Russell, seriously, if you collected Rolls Royces and you had a lot of them, you'd be known as an investor. But when you collect things like Goggomobiles and BMW i-Setters and Messerschmitts, you've got to be an eccentric, haven't you? I'd like to consider myself a nut. Is that right? Oh, yes. Well, that's good. Now, that's a very honest approach to it, but it is a bit nutty. Oh, definitely. But I'm a musician and an artist, and people already think I'm a nut anyway. They expect you to be. They expect me to be crazy. Fair enough. Well, I mean, there's no question about them. We've resolved that you are crazy. Definitely. Are you going to keep all this stuff, or slowly are you starting to think about shedding it? Well, I'd like to probably keep all the small cars and some of the larger cars. The German cars particularly? Yeah, the German cars particularly, the micro cars. They are beginning to be worth money, aren't they? Oh, they are, yeah. They are getting to be quite collectible, yeah. Now, this is a Goggomobile platform chassis, isn't it? That's right, yes. So this is the basis for the Dart and for the Coupe and for the Goggo sedan. That's correct. They were imported from Germany as such, and Bill Buckle built his own body shells. Yeah. Will you do something with this frame? Oh, yes. This frame is actually for either this sedan or the other sedan I have up further. And it's actually a very good chassis. They're very hard to get without rust in them. Right. So, in fact, when television commercials hit on an obscure product and make it famous, there can be a quick buck in it for others as well. Can you source all these bits anyway? You know, these are the hard bits, the switches, instruments, all that sort of stuff. Yeah. Years ago, I got a whole bunch of parts off a guy that used to race them, actually, yeah. And there was new and used parts. Used to race Goggomobiles. Yeah, he used to race. Did he beat them? Well, I don't know, but he had a lot of fun. Yeah. All the parts are in pieces. He must have wrecked a lot of things. Well, I mean, this is the stuff that normally stops people from doing these sorts of jobs. Yeah, that's right. Because yeah. if you can't get them, they're not that easy to make. No, that's right. Yeah, no, I was just lucky. I just sort of got hold of those bits. Yeah. Well, is this a project car? This one. Yeah, way? This will be my coupe that I restore. This is a pretty good coupe. It's in pieces, but I'd have to do the chassis, new chassis, everything. But yeah, it's a pretty good one. Okay. It'll come up as good as my Dart. And this is the Dart he was referring to, and it is indeed, for what it is, very neat and original. That doesn't necessarily make it good. If you look closely at one of these babies, you can see that the build quality was not all that wonderful. But then that's part of the charm. This one is also a coupe version with a cantilevered hood, which you had to open to get in and out of. Another interesting little point about the Goggomobile. Look at this, the gear shift lever operates side to side, first, second, so on, rather than fore and aft. It's eccentric, it's quaint, it's Goggomobile. Now, to put it in its historical context, this was the first true Australian sports car built after the Second World War. Okay, German components, but it was Bill Buckle designed and constructed, and it is a local car for that reason. And that's important, and it's significant that we should keep this and other cars like it, regardless of how quaint they may be. That's part of our history. An einem Goggomobil, ein Kleinwagen, Baujahr 1957, 20 PS hat dieser Wagen und äußerst sparsam, Normalverbrauch 4,95 Liter. Tja, 40 Jahre ist es her, dass dieses Auto erfunden und gebaut wurde zum ersten Mal, und das ist immer ein Anlass zu feiern. Und da treffen sich die Freunde, tauschen Ersatzteile, Erfahrungen, nostalgische Geschichten aus, und das war dieses Jahr heuer in Dingolfing, da wo das Auto ursprünglich auch gebaut wurde. Bei der Hans Glas GmbH, wie früher war. Ja, und damals hat man auch schon gewusst, vor 40 Jahren, dass nichts geht ohne Werbung, auch für Automobile. Und man hat damals, Ferdinand, schon entdeckt, Tiere in der Werbung helfen. Ach was. Ungemein. Goggo, Goggo, kennt jung und alt. Nicht nur die Jungen kannten und liebten ihn, den Motorroller. Mitte der 50er Jahre stiegen mit den Einkünften dann aber auch die Ansprüche. Nicht länger Wind und Wetter ausgesetzt sein müssen, den Lieben ein Dach über dem Kopf bieten und sei es auch noch so klein. Schließlich musste es ja bezahlbar sein. Die Firma Glas fand eine Minimallösung.
Größer konnten wir ihn nicht machen, denn es war ganz klar der Endverkaufspreis vorgegeben und es sollte ja auch nur eine bessere Lösung sein für ein 250er Motorrad mit Seitenwagen. Es sollte kein Auto sein und ist auch keines. Und deshalb reichte der Führerschein Klasse 4. Der Preis ist klein, der Vorteil groß, ein Gogo ist so anspruchslos. Hier oben links im Bild der Enkel des Gogo-Herstellers Hans Glas. Goggerl rief ihn seiner Familie und so wurde das Kind zum Patenonkel des Gogos. Und weil der Opa ihn so lieb hatte, ließ er diesen Prototypen entwickeln und ihn dem damals 8-Jährigen zu Weihnachten schenken. Es wurde so zwischen 30 und 40, reichte aber aus, um Bäume und Häuserecken zu ramponieren. Habe ich auch gemacht, ja. Lass mich den ersten Gang schalten. Das macht besser die Mutti. Auch wenn die Schaltung kinderleicht ist. Mensch, der hat's gut. Ja, der kann mit dem Auto fahren. 40 Jahre hat Klein Gogo inzwischen auf dem Buckel. Aber wer ihn besitzt, passt schon auf, dass das Minimobil keinen Rost ansetzt. Auf Hochglanz poliert stellt man seine Extras gern unter Gleichgesinnten zur Schau. Staunende Laien dagegen werden in die Geheimnisse der präelektronischen Funktionsweise des Armaturenbrettes eingeweiht. Die Bedienungselemente beim Gogo-Mobil sind genauso ausgeführt wie bei einem normalen Pkw. Das ist einmal für Licht, haben wir hier. Dann haben wir hier den Scheibenwischer sowie Parkleuchte. Gogos Innenleben stellt sich schon etwas komplizierter dar. Aber unter Gogo-Mobilisten tauscht man natürlich gern mal ein Zahnrad aus. Während die Männer allerdings eifrig basteln, könnten die Frauen vielleicht doch insgeheim von einem modernen Wagen träumen. Von Tag zu Tag gefällt er mir besser. Wissen Sie warum? Weil seinem Lack sogar die Laternengarage nichts ausmacht. Und seine Sparsamkeit sich gut mit meinem Wirtschaftsgeld verträgt. Ja, Gogomobil fahren heißt Geld sparen. Gogomobil! Wer einen Gogo hat, ist mobil. Und zu den runden Geburtstagen kommt, wer kann, nach Dingolfing in die Geburtsstadt des Gogos. Rund 280.000 Stück wurden damals gebaut. Der letzte verließ vor 26 Jahren das Fließband. Danach erschuf sein Konstrukteur nie wieder so eine kleine Blechkiste. Den Wagen da, in dem Sie sitzen, kann nur ein kluger Mann besitzen. Ich habe meine ganze Familie reingepackt, denn was ich anderen zumute, muss ich ja selbst ertragen können. Ein größeres Fahrzeug hatte ich natürlich immer parallel. Ja, und das ist Bernhard Bergmann, der stolze Besitzer dieses Gogomobils. Sie waren auch bei diesem Treffen mit vielen Freunden hier aus Berlin die Strecke richtig selbst zurückgelegt, nicht aufgeladen? Nein, wir sind in zwei Etappen gefahren und auch nur eine Panne, eine Reifenpanne, ansonsten gut durchgekommen. Wie ist so die Durchschnittsreisegeschwindigkeit? Man fährt einen Schnitt von 60, das heißt Spitze 70, mehr nicht. Ganz gemütlich. Und wenn man mit sowas liegen bleibt in so einem tollen kleinen Auto und da bleiben noch garantiert Menschen stehen, die sich das von nahem begucken, wie sind da die Reaktionen? Wird man ein bisschen mitleidig belächelt oder? Freudig belächelt eigentlich. Die Leute sind nicht schadenfroh und stellen also erstaunlich viele fachgerechte Fragen, weil viele das Gogo noch kennen. Ich denke, es gibt da so Fragen, die immer wieder auftauchen. Wie ist das denn? Der hat ja einen Zweitaktmotor. Das, was man so vom Moped früher kannte oder auch vom Trabi heute noch kennt. Und da ist ja immer, behaftet dem ja immer das Urteil nach, der stinkt so und ist so eine Dreckschleuder. Wie ist das? Hat sich ja heute viel geändert. Man fährt heute synthetisches Öl. Genau, mal reingucken. Das verbrennt raucharm und der Motor ist sowieso aufgrund seines Zweitaktprinzips nicht auf Blei angewiesen, sodass er nicht so umweltunfreundlich ist, wie er oftmals dargestellt wird. Braucht man da viel Pflege oder gibt es da Austauschmotor? Ist das noch der erste? Wie lange hält sowas? Man kriegt auch heute noch einen Austauschmotor, wenn man ihn braucht. Der ist aber sehr reparaturfreundlich und er ist auch sehr robust und haltbar, wenn man ihn zu behandeln weiß. Das konnte man auch damals erfahren, deshalb mit Führerschein Klasse 4, glaube ich. Ist das jetzt irgendwie geändert? Den alten Führerschein gibt es noch, bloß die Leute, die ihn haben, den gibt es praktisch nicht mehr. Heute sind die Fahrzeuge fast ausschließlich in Liebhaberhand. Seid ihr dann jetzt ganz bequem? Ist das in Ordnung? Ja, ein Auto für Liebhaber hier sozusagen. Und auch ich da gerade mein Herz hier für so einen schönen Oldtimer. Früher kostet so ein Wagen etwas über 3000 Mark. Was müsste ich anlegen heute, so einen Wagen zulegen will? Ein gut erhaltenes Exemplar würde heute 4000 Mark kosten. Man kann auch für ein Spitzenauto bis zu 7000 ausgeben, wenn man überhaupt nichts mehr daran arbeiten möchte. Aber der Spaß liegt ja eigentlich in der Restaurierung.
war das nicht für jeden. Wie fing das bei Ihnen damals an? Wie entdeckt man so die Liebe zu so einem Fahrzeug? Bei mir persönlich hat es meinen Beruf mit sich gebracht. Ich habe eine Kraftfahrzeugwerkstatt vor 22 Jahren eröffnet und übernahm die von einem Herrn, der speziell Gogo-Kunden hatte. Und seitdem bin ich damit infiziert. Es gab insgesamt 280.000, haben wir im Film von auch gehört. Weiß man in etwa, wie viel noch laufen? Nein, weiß ich nicht. Es ist bestimmt bekannt, aber kann ich jetzt nicht sagen. Was ist das jetzt Besondere an diesem Wagen? Der ist ja nicht so ganz serienmäßig. Wir haben viel das mit der Schaltung gesehen, das hat man nachher wieder umgebaut. Aber dieses Dach hier zum Beispiel hat auch nicht jeder. Das Dach war Sonderwunsch, hat damals 75 Mark Aufpreis gekostet. Auch die hinteren Ausstellfenster sind nicht serienmäßig gewesen. Man konnte also auch damals schon selbst so kleines, billiges Auto individuell aufpeppen. Ferdinand, würdest du damit zur Arbeit fahren jeden Tag? Tour nicht, aber von Arbeit weg vielleicht nach Hause. Wie ist das bei Ihnen? Fährt man das Auto eigentlich immer oder holt man nur Sonntag bei schönem Wetter raus, streichelt es mal? Meiner wird jeden Tag benutzt in Wind und Wetter. Nur im Winter melde ich ihn ab, nicht nur, weil er eine schlechte Heizung hat, damit könnte ich leben, aber er hält besser. Die Restaurierung ist recht teuer gewesen und über den Winter tut es ein Alltagsauto auch. Gut, es gibt auch noch andere Fahrzeuge der Firma Glas. Geht da Ihr Interesse auch ein bisschen hin oder ist das so das einzelne Stück? Nein, ich habe auch größere Typen. Der schönste ist ein 1700 GT Cabrio und die Firma Glas hat eben eigentlich nur schöne Autos gebaut und man liebt alle, wenn man Glas-Fan ist. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen und zu zeigen, dass der Motor auch noch läuft, dass wir das Ding nicht hierher geschoben haben, jetzt sondern das spannend. Auto richtig funktionstüchtig ist. So, Ferdinand. Wie ist das? Ein aufregender Moment. Ja, Sicherheitsgurte hat es natürlich keine, gab es auch damals nicht, ist auch nicht nötig bei dem Tempo. Man fährt ja vorsichtig und langsam und guckt, dass nichts passiert. Okay, dann wollen die Maschine mal starten. Hey. Ich glaube, wir können Tschüss sagen. Welch ein Sound. Tja, ich sage Tschüss für heute. Bis zur nächsten Sendung. Danke fürs Zuschauen. Gerne. Bis morgen. Tschüss. Hey. Taxi? Taxi? Come on, come on, let's go! Right, I'm coming. Have you got everything in the car? Everything's been taken care of. Did you get the picnic basket? Yeah. Have you locked the back door? Yeah. Did you get the esky? Yeah, and the umbrella, and the folding table, and the blankets, and the backup flask. I've even got a copy of the Yellow Pages. Everything's in. I don't know how we fitted it. It's just a big Sunday tripper in his wee yellow ripper, so move out the way today. Sunny Sunday afternoon, we're back out on the road. The motor's purring like a wee dream, even with that load. We're passing everything in sight, the highway's clear before us. But the wife points to the petrol gauge, Fritz, she's a dog and Doris. You great galoot, there's a petrol station, pull in! Mind Dapper on the cycle, eh? G-O-G-G-O-M-O-B-I-L. He's thrilled to bits because he fixed that Fritz from as far as I can tell. Okay, G-O-G-G-O-M-O-B-I-L. It's just a big standard tripper in his wee yellow ripper, so I'll move out the way today. Excuse me, excuse me. Did you fill her up? Yeah, but I could have her get back the car for all them cyclists. Purple helmets, yellow braces, blue Bermudas. You were young yourself once. Okay, let's go. Well, now we're laying rubber once again towards the picnic ground. Then something far behind us comes a strange, unusual sound. I check the rear view mirror and I spot the cyclist. Then just like that, he's at right past. I don't know how he missed. Now slow down, there's no need to start racing. No push bike's gonna overtake me. M-O-B-I-L. He's thrilled to bits because he fixed up Fritz from as far as I can tell. Sure have. G-O-G-G-O-M-O-B-I-L. He's just a big Sunday tripper in his wee yellow ripper, so move out the way today. Hee-hee! Righto, you're past him. Are you happy now? Yeah, I sure am. I'm up to 60 gates. I bet there's no sign of him now. I don't know about that, but look out, here he comes. Hey. Here he comes. Right, I thought you don't know who you're taking on. You might think that you're smart. So I sit up straight and I grab the wheel. He ain't dealing with a dart. The
the metal nerd, we're heading for the turn. Ha! Oh, but think of once again, I know he knows who's won. Hey, Tom, look out! There's the picnic ground! Pull in! Pull in! Well, we pull up in a cloud of dust. And as that dust begins to settle, there's that cyclist stop beside us now. Oh, so it is. Aye, with his tires worn down to the metal. Oh, dear, dear. I said, I'll bet you're in that Tour de France, that's it. You're a sensation. But he said, no, my brace is caught in your car door back at the petrol station. G-O-G-G-O-M-O-B-I-L. I'm thrilled to bits of fixed that Fritz went as far as I can tell. G-O-G-G-O-M-O-B-I-L. This is a big sandy tripper and his wee yellow ripper, so move out the way today. Oh dear, look at his poor bike. You're going to have to fix that. Don't worry, I'll fix it now. You certainly will. I'll fix it, I'm telling you. I've got a few wee bobbies tucked away. Ask him if he wants to come down. Oh, that's a good idea. You look, mate, we're going to have a wonderful time. Why don't you join us? Look, we've got loads and loads of haggis sandwiches, and I've even got a big vacuum flask full of thistle soup. Thistle soup? He doesn't want thistle soup. That'll all stick to his gizzards. No, no, thistle fix him up. Thistle, that's it. Fix him up. Oh, you really are a big dodo. Dodo? Yes, you know, D-O-D-D-O. Oh, now, hold your peace, woman. Don't you start on that now. What do you mean? I wish you'd talk Australian.